Voll so transparentes Tuch. Gut, dass Constable Chandler uns durchgelassen hat. Er hat gesagt, dass niemand die Leiche angerührt hat. Das ist die Gelegenheit, unsere Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, Watson. Das dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Oh je. Was haben wir denn hier? Dieser Zaun trennt den Hof vom benachbarten Grundstück, Hanbury Street 27. Okay. Was haben wir denn hier? Eine Lederschürze. Nee, oder? Das geht doch nur deswegen, dass er. Diese Schürze ist mit Wasser vollgesogen und hat einen deutlichen Abdruck auf dem Boden hinterlassen. Sie muss schon einige Stunden dem Wasser ausgesetzt sein und dementsprechend lange hier liegen. Es kommt natürlich jeder von den Polizisten, dass die ja der Mörder ist. Ne? Ja? Diese Tür muss in den Keller führen. Die Klinke wurde vor kurzem repariert. Das Scheißhaus anscheinend. Was für ein Gestank. Da drinnen versteckt sich niemand. Okay. Wollen wir den ansprechen? Ich wüsste nicht, was ich fragen soll. Okay. Ja, Moment. Nochmal zurück. Ja? Okay. Ein Stück grober Stoff. Okay, ja. Und was haben wir hier? Zwei Kämme, die auffällig geordnet nebeneinander liegen. Ja. Das Blut ist etwa kniehoch über dem Boden. Blutspuren an der Wand. So. Teil eines Umschlags, der in gefunden wurde. Der in Hanbury Street 29 gefunden wurde. London, 28. August 1888. Ein M, eine 2, ein S und eine 7. Ein zerrissener Umschlag. Riecht nach Reinigungsalkohol. Der Umschlag enthält 3 Pillen. Eine nehmen wir mit. Die anderen 2 Pillen sollten der Polizei reichen. Finde ich auch. Nun denn, Doktor, wollen wir das Opfer untersuchen? Ach, ich bin müde, Holmes. Ich weiß nicht, ob ich in meinem Zustand diese Arbeit verrichten kann. Kommen Sie, Watson, wir haben nicht viel Zeit. Zeigen Sie mir, aus welchem Holz Sie geschnitzt sind. Oh mein Gott! Bitte, Watson, reißen Sie sich zusammen. Können Sie feststellen, wann das Verbrechen verübt wurde? Die Gliedmaßen sind kalt. Und die Leichenstarre setzt bereits ein. Ich würde sagen, der Mord wurde vor mehr als 2 Stunden begangen. Vor 4.30 Uhr. Hier? Hä? Die Schuhe. Das sieht lustig aus. Okay, was ist das hier? Am Hals wieder so eine Schnittwunde. Sehen wir uns diese arme Frau genauer an. Die sieht aber nicht so aus wie auf dem Video, was wir gesehen haben, ne? Das wollen wir mal feststellen, ja. Ui. Sehen Sie sich Ihren Hals an. Was können Sie mir dazu sagen? 2 Einschnitte sind zu erkennen. Sehen Sie sich Ihren Hals? Ja. Was ist das hier? Die Zunge. Die Zunge ist geschwollen. Ach hier, blaue Flecken, ne? Ein Bluterguss. Im Gesicht des Opfers sind Blutergüsse zu erkennen. Denken Sie nicht auch? Unterhalb des Oberkiefers und auf der Wange. Auf der rechten Seite weniger.
Mehr gibt's ja nicht, ne, oder? Diesen Punkt da, den kann man gar nicht, ja. Gut, machen wir das mal. Sehen wir uns den Bauch genauer an, oder das, was davon übrig ist. Das ist entsetzlich, Holmes. Was hat er dieser armen Frau nur angetan? Deswegen sind Sie hier, Watson. Sagen Sie mir, was dieser Mann getan hat. Der Bauch wurde vollständig geöffnet und, oh, mein Gott, einige Organe wurden entnommen. Sie sagen also, dass die Organe entnommen wurden, Watson? Sie wurden nicht einfach herausgeschnitten? So ist es, Holmes. Ganz im Gegenteil, das ist eindeutig das Werk eines Fachmanns. Ich hätte es nicht besser machen können und die Gebärmutter fehlt. Oi. Was haben wir denn da? Was haben wir denn hier? Das sieht ja mehr sehr... Auf der linken Hand ist etwas zu erkennen. Das ist ja immer sehr schaurig hier. Ein Ring. Der hat einen Ring gehabt. Ein Ring. Das Opfer muss einen breiten Ring getragen haben. Oder mehrere schmale Ringe. Sie wurden gewaltsam entfernt. Dieses Detail wird uns von Nutzen sein, Watson. Dessen können Sie sich sicher sein. Blasen hat sie dann, ja. Da haben die echt eine Menschenhaut dann hier, kann man fast schon sagen, fotografiert. So sieht das nämlich aus. Ja. Das Spiel ist ein paar Jahre alt, das hätten die gar nicht so hinkriegen können, glaube ich. Da, schließen. So, was haben wir noch? Moment, Leertaste. Da, was haben wir da? Auf dem Boden sind keine Spuren zu erkennen. Nichts deutet auf einen Kampf hin. Mein lieber Watson, wir haben alle Hinweise und müssen sie nur noch zur wahrscheinlichsten Theorie kombinieren, um daraus die Fakten herzuleiten. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Okay. Die Gegenstände nahe den Füßen des Opfers wurden ordentlich hingelegt. Die Gegenstände während des Mordes auf dem... Nee, wahrscheinlich nicht. Gehören dem Opfer, ja. Die Mitglieder waren kalt und die Leichenschaft abwärts eingesetzt. Wurde von mehr als weniger... Oder knapp... Auf dem ersten Glied des Mittelfingers war ein großer, frischer Kratzer zu erkennen. Auf dem ersten Glied des Mittelfingers. Großer, frischer Kratzer zu erkennen. Mal gucken. Oh je. Ich will nicht. Mein Gott. Hat sich heftig gewehrt? Nee. Der Mutter hat er durchsucht. War ein bisschen. So rum, ja. Mutter mal Kämmer. So. Geht wohl im Bild vor, weil er das ja wieder ordentlich hingelegt hat. Ja, also. Der ist schon ein ordentlicher Kerl. Nee. Wurde vor. Genau, haben wir ja gehört, theoretisch. Hat ihr Ring abgenommen, dann schauen wir. Stuhl? Ja, wurde halt abgenommen, so dasselbe. Halt ich, so. So. Okay. Hier haben wir noch einen Hinweis: die Zunge war. Mein Maus hier. Ja.
Moment. Ein bisschen live, kann man sagen. Das Mausbett putzen. So. Mal gucken, ob das reicht. Ah, mein Gott. Na gut, so, die Tumor war angeschwollen. So, was kann man daraus schlussfolgern? Das Opfer wurde gewürgt. Ja, würde ich auch sagen. Würde ich jedenfalls sagen. So, auf dem Boden waren weder Fußabdrücke noch Blutsporen. Die Spuren verwischt oder wurde. Fundort. Müsste eigentlich so sein, ne? Am Zaun war etwa kniehoch über dem Boden Blutsporen. Etwas Blut ist an die Wand nahe der Treppe gespritzt. Lag auf dem Boden und war noch am Leben, als ihm die Kirche schon wird. Warte, stehen die Kehle, aber das müsst ihr dann. Nee, oder? Der Vertrag ist bereits tot. Ja, die Wand nahe der Treppe gespritzt. Bis sie auf dem Boden gelegen haben. So. Ist schon mal falsch. Hat den Boden sauber gemacht. Falsch. Ja, ist ja schon mal logisch, oder? Nicht verwischt? Ja, aber... Auf dem Boden waren weder Fußabdrücke noch Fußsporen. Dann hat er natürlich die Fußsporen... Der Mutter hat die Sporen erwischt, als ob er wurde am Fundort ermordet. Ja, beide sind doch richtig. Hä? Also, alle jetzt, wirkt, also man muss, ja, wurde gewirkt, aber hat bis zur, ja, auf Höhe des rechten Oberkiefers, so, ja, hat mit der rechten Hand das Kinn des, am rechten Sitz. Hat mit der linken Hand, mein linker hat den Kinn, wenn er das Kinn hält, dann muss ja eigentlich das richtig sein, ne? So, und hier, der Mörder hat den Opfer mit der rechten Hand die Kehle durchgeschnitten, der Mörder hat dem Opfer mit der linken Hand, weil der nicht links hinter, ja, links oder rechts, oder? Da wurde dann meine Augen, das habe ich falsch. Mit der rechten Hand. Ne, mit der linken Hand. Muss ja dann gewesen sein. Ja. Yeah. Hat mit der rechten Hand die. Mit der linken Hand hat er die Kilo genommen. Mit der rechten Hand hat er die festgehalten. Also so. Ich weiß es doch nicht mehr. Mein Gott. Ja, es ist manchmal komisch. Ich mach mal das hier. Die nahe dem Kopf des Opfers lag ein Briefumschlag. Hat ein. Naja. Ja, logisch, ne? Gut.
Was müssen wir das hier noch machen? Der Mörder hat mit der rechten Hand das Opfer festgehalten. Mit der rechten Hand, dann... Ja, er macht das mit der linken Hand irgendwie. Die Mutter hat das Opfer gebissen. Nee, Quark. Er hat den Opfer mit der linken Hand durch. Ist doch Linkshändler, oder? Ich dachte ich. Hä? Rechtshändler? Ha, okay. Der Mörder hat mit der linken Hand das Kinn. Ne, wenn er mit der linken Hand das Opfer festhält, sein Kinn, und mit der rechten Hand die Kinder durchschnitzt, ist er Rechtshänder, ist klar. Aber ich dachte, er wäre ja Linkshänder. Ich dachte, wir hätten dieselbe